Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es die kleinen, aber feinen Speed-Reviews für den Monat Oktober. Das bedeutet, ich spreche mit euch in diesem Video über die Produkte, die ich in den letzten Wochen neu getestet habe. Spoiler, es waren nicht viele. Deswegen wird dieses Video auch heute nur sehr kurz sein. Ich wollte jetzt aber nicht einfach noch Sachen aufreißen, die keinen Sinn machen, nur um ein längeres Video zu machen. Deswegen geht es heute um knackige, kurze Reviews zu 5 Produkten, die neu bei mir eingezogen sind, die ich neu verwendet habe, ob ich sie euch empfehlen würde oder nicht. Und damit starten wir rein ins Video. Los geht's mit 2 Produkten von Foamy. Und zwar bereite ich gerade ein Foamy im Testvideo vor. Ich hatte euch ja gefragt, ob euch das interessieren würde. Foamy ist ja eine Marke, die sich vor allen Dingen auf feste Produkte bzw. Produkte mit einer gut abbaubaren Verpackung ohne Plastik beschäftigt. Und ich habe bei denen bestellt, sozusagen den kompletten Haul werdet ihr im nächsten Haul sehen. Ich denke, der kommt so in 1-2 Wochen online. Auf jeden Fall habe ich mir was bestellt, was mich super interessiert hat. Ich hatte ja die feste Körperbutter von Foamy schon getestet. Und zwar die Variante mit Papaya und Hafermilch. Ich fand die sehr gut, ich fand die sehr reichhaltig. Also so von der Konsistenz hatte mir die gut gefallen. Ich fand nur den Duft echt too much. Und dann gibt es ja auch noch eine Körperbutter, die ist mit Kokos, eine andere. Und Kokos mag ich halt gar nicht. Deswegen habe ich mich gefreut, als ich die feste Körperlotion im Onlineshop erblickt habe. Die ist nämlich mit Mandelöl und Squalan, was sich für mich nach einem wunderbar neutralen Duft anhört. Es ist aber eine Lotion und keine Butter. Und dann komme ich auch schon zur Review, denn das, finde ich, merkt man definitiv. Ja? Also die Körperbutter ist wirklich dick. Die ist wie ein Lippenpflegestift so auf eurer Haut. Das, was die Körperlotion hinterlässt, ist eher so ein ganz, ganz zarter, leichter Film. Ja? Die riecht sehr gut, finde ich sehr neutral. Ich hatte die im Urlaub dabei. Und jetzt ist mir gerade das hier rausgeworden. Habt ihr es gesehen? Okay, hallo. Ich darf das wohl doch nicht so weit rausschieben. Ich habe wohl doch schon etwas mehr verbraucht, als ich dachte. Und das hinterlässt, also wenn ich damit jetzt über meinen Handrücken gehe, dann seht ihr davon irgendwie gar nichts. Also ich dachte mir auch, die ersten Mal, als ich die verwendet habe, passiert da überhaupt irgendwas? Ja, also ich finde, die hält, was sie verspricht. Es ist eine Lotion, es ist eine leichte Pflege. Es ist nichts für alle, die wirklich jetzt ganz, ganz trockene Haut haben und was Schweres brauchen. Aber ich finde das eigentlich mal eine coole Alternative, weil ich hatte das Gefühl, dass alles, was ich an fester Körperbutter bislang oder an fester Körperpflege bislang verwendet hat, halt Körperbuttern waren und dementsprechend sehr reichhaltig. Wenn ihr also was Leichtes sucht, kann ich euch die auf jeden Fall voll weiterempfehlen. Ich finde die vom Duft angenehm. Ich finde, die pflegt gut, wenn man jetzt keine übermäßig trockene Haut hat. Und ich finde sie auch sehr ergiebig. Ich hatte nämlich bei der Körperbutter damals schon bemängelt, da steht irgendwann drauf, wie oft man die verwenden können soll. Und da dachte ich mir gleich schon so, never. Never geht die... Irgendjemand pfeift hier gerade. Ganz begeistert. Wow. Never geht es raus. Nie gehen da so viele Anwendungen raus. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass das so ein bisschen leichter ist und man eben einfach da so drüber geht und da das nimmer so recht verteilen muss, das habe ich nämlich dann bei der Körperbutter schon gemacht. Hier habe ich eher so Strich, habe dann einmal kurz drüber gewischt und habe es nicht mehr richtig einmassieren müssen, weil es eben nur so leicht ist, ist es ein bisschen ergiebiger. Also das ist auf jeden Fall ein Produkt. Ich persönlich würde es mir nett vielleicht nachkaufen, weil ich jetzt sage, ja, es ist ein gutes Produkt, aber ich will halt was Festeres. Ich würde mir wünschen, dass Foamy in der Geruchsrichtung bitte eine Körperbutter rausbringt. Das wäre optimal, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Naja. Zweites Produkt von Foamy. Ich habe noch mehr getestet, aber das werdet ihr auch schon im Aufgebraucht-Video sehen. Ich wollte jetzt mal nur die machen, die sozusagen gerade noch offen sind und die ihr nicht eh demnächst im Aufgebraucht seht. Das ist eine feste Gesichtsreinigung, ein Mini. Ich hatte mir so ein Mini-Set gekauft mit einer Körperreinigung, einer Haarreinigung, Shampoo heißt es, genau, mit einem Shampoo. Und die werdet ihr im Aufgebraucht-Video sehen. Und die Gesichtsreinigung, das ist die mit Aktivkohle und Teebaumöl, habe ich auch im Urlaub verwendet und habe sie jetzt aktuell unter meiner Dusche. Das ist ein Mini-Produkt und ist ein bisschen ergiebiger, ne? Und ich muss sagen, ich hatte davor echt ein bisschen Schiss. Ich hatte keine großen Erwartungen, weil ich sagen muss, ich habe mit festen Gesichtsreinigungen, gerade so festen Seifen, was ja ein Unterschied ist zum Tensid-basierten Produkt, wie das hier ist, ja, weil ich damit eher schlechte Erfahrungen gemacht habe und das Gefühl habe, so mein Gesicht hat dann eher so gespannt, so, also so dieses spannende, streifige Gefühl, dass man das Gefühl hat, so, ja, ist einfach nicht gut hydriert mehr. Und ich finde dieses Gesichtsreinigungsprodukt richtig, richtig gut, muss ich sagen, weil es meine Haut überhaupt nicht spannen lässt. Also es ist wirklich eine schöne Reinigung, das Produkt schäumt gut, man kann damit das Gesicht gut reinigen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass meine Haut damit mehr spannt. Und mein anderes lieblingsfestes Gesichtsreinigungsprodukt war ja von Good Molecules, die Clarifying Cleanse Bar, die auch günstig ist und ich glaube, die sozusagen vom Preis-Leistungs-Verhältnis Menge zu Preis
besser ist als das Produkt, auch wenn man es im Großformat kauft. Aber das natürlich viel schlechter zu erreichen ist, diese Gesichtsreinigung findet ihr im Drogeriemarkt. Ja. Es gibt verschiedene Sorten davon. Das ist jetzt, wie gesagt, die für Mischhaut. Ich blende euch auch nochmal die Verpackung hier ein, weil von dem hier kann ja hier niemand was mit anfangen. Aber das ist wirklich was, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Also natürlich werde ich es noch zu Ende benutzen. Aber primär kann ich euch das schon mal empfehlen. Wie die anderen Nuancen sind, würde ich gerne ausprobieren. Ja. Aber ich habe noch so viel Gesichtsreinigung. Ich darf mir da nichts mehr kaufen. Wir bleiben beim Thema Gesichtsreinigung und kommen zu einem sehr teuren Produkt und nicht Drogerie. Und zwar ist das was, was ich schon vor längerer Zeit mal hatte und jetzt noch einmal auf Vorrat und dementsprechend wieder getestet. Und zwar ist es von der ungarischen Marke Omorovica. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es konnte mir nie jemand beantworten, wie man das spricht. Auf jeden Fall ist es der Cleansing Foam, also der Reinigungsschaum. Omorovica ist eine Marke, die sehr drauf achtet, dass da dieses, ja, so ein spezielles Thermalwasser mit drin ist. Und ja, da, genau, steht's drin. Also die Haut soll dann die Mineralien auf der Omorovica-Quelle aufnehmen, von den heilenden Gewässern für straffere und jünger aussehende Haut. Ja, wie gesagt, das ist ein Reinigungsschaum. Ich hatte den schon vor längerer Zeit mal in der Lookfantastic-Box. Also es ist jetzt sicher so 3 Jahre her. Und damals war meine Haut noch deutlich anders als heute. Also, dass meine Haut gut ist, ist ja erst so seit, ja, jetzt bald einem halben Jahr, wo ich mir denke, so, okay, ich habe ab und zu mal einen Pickel, hormonell bedingt. Und sonst ist aber echt total Ruhe. Also ich merke das daran, wie viel Menge Concealer ich verbrauche. Nämlich überhaupt nicht mehr viel gefühlt. Also ich brauche gar nicht mehr viel, zum Glück, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich die jetzt sozusagen nach 3 Jahren nochmal verwendet. Weil mir hatte damals eine Zuschauerin eben die große Packung zugesendet. Das sind 150 Milliliter. Ich verwende die jetzt sicher auch schon 2 Monate. Und im Vergleich gerade zu dem Produkt ist mir aufgefallen, wie harsch das ist, ja. Weil meine Haut spannt nach der Reinigung mit dem tatsächlich, ja. Und das hätte ich echt nicht gedacht, weil dieser Reinigungsschaum kostet 65 Euro, oder? Lüge? 73. Ja, das war fast noch mehr. Das ist kein richtiger Schaum, so den man so, ja, rauspresst, sondern es sieht eigentlich eher aus mal primär wie so eine Reinigungscreme. Ich versuche das hier mal zu zeigen, indem ich es hier oben ein bisschen rauskommen lasse. Das riecht wahnsinnig gut. Es hat so einen ganz, ganz sauberen Wäschegeruch, meiner Meinung nach. Und ich gebe mir davon eigentlich in der Regel einfach was in die Hände, schäume es dann ein bisschen auf und mache das entweder als Second Cleanse am Abend, also nachdem ich mit Öl halt mein wasserfestes Make-up aufgebrochen habe, gehe ich nochmal als zweiten Schritt, um wirklich alles abzunehmen, damit drüber. Und da muss ich wirklich sagen, boah, 73 Euro und das bringt meine Haut zum Spannen. Natürlich ist die trockener als früher, ja, und das muss man natürlich auch berücksichtigen, aber deswegen kann ich heute sagen, wenn ihr ölige Haut habt, ist es vielleicht ein Produkt für euch, aber für Leute mit einer sehr trockenen, feuchtigkeitsarmen Haut, die mal Probleme haben, wenn die Haut spannt nach der Reinigung, würde ich das auf jeden Fall nicht weiterempfehlen und dann solltet ihr eure 73 Euro vielleicht woanders investieren. Ja. Kommen wir noch zu einem Produkt der Gesichtspflege, bevor wir dann noch ein dekoratives Produkt haben. An Gesichtspflege habe ich diesen Monat nochmal was von Martina Gebhardt getestet und zwar sind es die Intensive Care Summertime Caps. Okay, das ist irgendwie ein bisschen dämlich, weil dieses ganze Ding war mal voll mit diesen kleinen Kapseln. Und ich habe halt einfach schon 36 von 40 herausgeholt. Also es sind jetzt noch 4 Stück hier drin. Müssen wir gucken, ob ich die rauskriege. Ich hatte die von meiner Mutter zum Geburtstag bekommen. Die hatte die bei Martina Gebhardt, glaube ich, auf Instagram gesehen. Und ich hatte mir, und das finde ich einen ziemlich guten Tipp, ich hatte mir davon einfach die passende Menge für den Urlaub abgefüllt in so einen kleinen, ja, so ein Chiffonsäckchen rein. Und habe dann einfach nur das mitgenommen und musste gar keinen Tiegel, sondern habe einfach das abgezählt und hatte dann passend dafür dabei. Ja, ich hole euch mal so ein Ding hier heraus. Im Prinzip sind es genau diese Konzentratkapseln, die man auch in der Drogerie in diesen 7er Folienverpackung kaufen kann. Nur dass hier natürlich 40 Stück sind und die kommen in so einem schönen Glastiegel. Sieht sehr schön aus, ein Bad. Und ja, also man knipst es einmal hier ab, kann man einfach abreißen, dann gibt man sich das Rest in die Hand und verteilt es auf dem Gesicht. Ich habe das als Nachtpflege verwendet, weil das ein maximal ölbasiertes Produkt ist. Also das besteht eigentlich aus Sesamöl, Sonnenblumenöl, weiteren Ölen und irgendwann kommt dann die Beduftung. Ja? Also im Prinzip ist es eine Ölmischung. Das muss man schon mal wissen, weil das hätte ich nicht so Intensive Care Summertime Caps, das sagt jetzt für mich nicht Summertime Oil Caps oder so. Wisst ihr? Ich finde, das ist ein gutes Produkt. Ich finde, es tut meiner Haut auch total gut, aber ich mag auch Öl über Nacht, ja. Ich habe 2 Sachen zu bemängeln. Einmal finde ich, dass ein Ticken zu viel drin ist. Also ich glaube, ich habe ein sehr großes Gesicht, ja. Ich habe auch einen sehr großen Kopf. Das denkt man immer gar nicht, aber ich brauche immer, wenn ich irgendwie sowas kaufe mit einer
Hutgröße oder sowas drin, brauche ich immer die große Größe. Ich habe einen riesigen Schädel. Wirklich. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall für mich. Das ist eine Sache, die ich bemängeln muss. Ja? Und dann muss ich sagen, sie haben den Duft nicht sehr schön getroffen. Also ich glaube, das riecht, wisst ihr, so, wenn man im Sommer an Blumen riecht und erwartet so eine Rose und dann riecht sowas aber doch so ein bisschen mehr so nach Blütenstaub und so ein bisschen muffig. Das ist der Duft von denen. Also ich finde, die pflegen gut, ja. Und da kann ich gar nichts dagegen sagen. Aber ich würde es mir selber für den Preis nicht unbedingt kaufen. Ich finde, das ist ein schönes Geschenk. Das ist ein total wertiges Geschenk. Man verwendet es natürlich auch gern, wenn man jeden Abend so eine kleine Kapsel aufbrechen darf. Aber ich für meinen Teil würde es mir jetzt für mich nicht selber wieder kaufen. Ich finde, das könnten sie ehrlich gesagt auch in eine Fläschle füllen und so verkaufen. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ja. Zu guter Letzt noch ein dekoratives Produkt. Falls ihr in meinem 10x10 aufgepasst habt, das ja, glaube ich, letzte Woche online kam. Oder war das das letzte Video am... Das war sogar das letzte Video am Dienstag. Verrückt. Ich bin verwirrt. Ich drehe das Video nämlich heute, an dem Tag, wo ihr es seht. Also ich hoffe, ich kriege es heute noch geschnitten. Und dann bin ich zeitlich immer total verwirrt, weil normal drehe ich ja echt immer eine Weile im Voraus. Ich habe hier so ein Insekt im Zimmer. Das macht mich irgendwie so ein bisschen nervös. Ich glaube, das muss ich gleich mal nach dem Video mal holen und raustun. Ich habe keine Angst. Ich habe auch keine Angst vor Spinnen und so. Aber das ist... Das sieht ein bisschen unangenehm aus. Egal. Ja, auf jeden Fall. Neu gekauft. Heute auf meinem Auge und hat mich auch schon zu einem Video inspiriert, das ihr in baldiger Welle sehen werdet. Der Dazzle Stick von KVD Vegan Beauty. Das ist ein Lidschattencremestift im Prinzip. Ja, ich habe die Farbe Electro Bold. Und so sieht es aus. Also im Prinzip wie ein Lippenstift. Ihr seht es heute auf meinem Auge. Das ist so ein schöner Bronzeton mit einem, ja, eher so einem gelb-goldig-grün-goldigen Schimmer. Ich swatch das mal für euch. Und ich liebe den, Leute, ich finde den wunderbar. Ich habe selten so viel Aufregung für neues Make-up empfunden. Ich habe den gekauft auf Anraten von Lauren May Beauty. Die hat alle von denen, da haben die jetzt gerade die Farben überarbeitet, haben neue mit reingenommen, die neuen haben mir gar nicht gefallen, aber sie spricht schon ganz lang von Electro Bold, deswegen habe ich den gekauft. Und ja, das ist einfach so genau die Art von Make-up, die mir momentan liegt. Ich habe keinen Bock auf viel Schabernack. Ich habe momentan wahnsinnig viele Nachtdienste gearbeitet und war irgendwie immer... Ja, irgendwie immer genervt und immer im Stress. Ja, also der Urlaub ist schon total verblasst hier, den ich hatte. Und hier seht ihr so ein bisschen die Farbe. Also so diese Grundfarbe ist dieses, ja, Bronze. Und dann seht ihr den Schimmer, der hier reinkommt. Und das ist wirklich, wirklich schön. Ich habe mir jetzt lang keinen Lidschattenstift mehr gekauft. Ich war mir eine Zeit lang nicht sicher, ob ich überhaupt so der Fan von Creme-Lidschatten bin. Muss aber sagen, dass der trocknet, ja. Also wenn ich jetzt auf mein Augenlid drauf gehe, dann ist es nur noch sehr, sehr wenig bappig. Was ich gar nicht mag, sind dann die Sachen, wo ich das Gefühl habe, das rutscht mir auf dem Auge rum. Finde ich damit gar nicht. Das Glitzer, das da drin ist, und das ist vielleicht auch für alle von euch wichtig, die sich normal halt das Problem haben, dass sich bei ihnen sehr schnell das Glitzer auf dem Gesicht verteilt. Ja, einfach zum Beispiel, weil man sehr trockene Augenlider hat, kann natürlich auch an der Base liegen und so. Aber ich finde, das haftet sehr, sehr schön am Platz und ich habe danach nie im ganzen Gesicht einfach das Glitzer. Natürlich ist es jetzt mit 23,95 nicht der günstigste Spaß und es gibt auch günstigere Lidschattenstifte. Da habe ich mir jetzt auch was bestellt, werdet ihr demnächst mal sehen. Aber ich finde den toll und ich finde den vom Effekt her auch so schön, weil das ist eigentlich so ein Duochrom und ihr tut gar nicht viel und das Augen-Make-up sieht besonders aus. Und das finde ich halt... Cool, ja. Also immer alles, was aussieht, als hätte man mehr gemacht, als man gemacht hat, ist doch wunderbar. Ja, also zuletzt Empfehlung dafür, Empfehlung für die Formi-Produkte. Die beiden anderen Produkte, weiß ich jetzt nicht, ob ihr jetzt losrennen sollt und die nachkaufen. Ich finde, das hat sicher sozusagen seine Berechtigung, aber ich für mich zumindest werde es nicht nachkaufen. Genau. Gut, damit sind wir am Ende der Speed-Reviews für den Oktober. Ich glaube, demnächst werde ich mal ein paar neue Sachen aufmachen müssen, einfach weil Sachen leer werden. Dann gibt es nächsten Monat auch wieder ein bisschen mehr Neues. Aber ich dachte, selbst wenn es jetzt hier nur ein paar Minütchen sind, freut euch vielleicht. Und ja, das war's mit dem Freitagsvideo. Dienstag sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, zum Project Pen Update. Exciting News. Leute, schaltet ein. Ja, richtig cool, was ich geschafft habe. Und dann gehen wir da ja in den Aufbrauch-Jahresendspurt generell. Gruselig. Der November geht los. Irgendwie bin ich noch nicht so weit. So der Zeitpunkt, wo jetzt die Blätter unten lagen. Gestern bin ich so mit dem Fahrrad heimgefahren, dachte mir so, hä? Liegt ja überall Laub. Wo ich mir denke so, na klar, Anna, alle Bäume sind gelb, das Laub fällt runter. Du hast doch schon Kastanien gesehen. Aber irgendwie habe ich so in meinem Kopf nicht transferiert, dass jetzt wirklich dann bald die Bäume kahl sind. Verrückt. Egal, das Jahr schreitet voran und es wird auch wieder Blätter an den Bäumen wachsen, erfahrungsgemäß. Und ja, ich höre mal auf zu labern. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Vielleicht habt ihr sogar ein langes Wochenende. Ich habe den Dienstag Feiertag, manche Bundesländer haben ja auch den Montag. Also, wenn ihr frei habt, wünsche ich euch ein schönes Frei. Erholt euch gut und wir sehen uns
Wenn ihr möchtet, sehr gerne am Dienstag wieder. Ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.